Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlezone 98 Redux. Ja, wir sind hier dabei, einen Hinterhalt aufzubauen. Und in 5 Minuten soll der Konvoi kommen. Und das Einzige, was ich momentan einfach nur noch machen kann, ist warten. Das geht mir tierisch auf den Keks. Dadurch, mein Problem ist einfach, dass ich in der letzten Folge einfach zu viele Scavenger verloren habe. Ich hatte 3. Ich habe dummerweise 2 verloren. Und ich kann keine neue bauen, denn das Einzige, was ich habe, ist eine Fabrik und eine Versorgungseinrichtung. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir noch einen leichten Panzer baue oder ob ich einfach darauf warte, dass da was kommt. Die Boje ist 900 Meter entfernt. Ich glaube, ich warte noch so lange, bis ich die Sachen zumindest auf der Boje sehen kann. Obwohl ich die Versorgungseinrichtung natürlich schon bräuchte. Ich habe nämlich jetzt schon, glaube ich, Muni. Geht. Meine Panzer sind alle gut. Defensive kann ich leider gar nichts bauen. Ich könnte... Sekunde, Fabrik. Nee, Sekunde, der... Blitzkraftwerk kostet 7 Geschütz, kostet... Ach, ich brauche 13 für ein Geschütz. Was? Wo? Hä? Nein, scheiße, der einzige Scavenger, den ich noch habe. Wo kommt der her? Wo kommt der her? Geil. Ja. Steuere neue Koordinaten an. Dann spare ich mir jetzt die Einheitenfabrik. Bereit zum Abmarsch. Steuere neue Koordinaten Geil. An. Keine Energie. Schwärme aus. Geh zum Geysir. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Warum kam der auf einmal von rechts? Keine Energie. Produktion kann gestartet werden. Produktion läuft. Munition fertig. Mann, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Jetzt habe ich echt ein Problem. So, jetzt habe ich allerdings auch nichts mehr zu verlieren. Na toll, jetzt kommt da schon wieder so ein Hanse, ey. So, mit dem. Dann werde ich mir hier einfach mal ein bisschen Muni. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Bin ich froh, dass ich den SP-Stecher hier schon habe. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Reparatur so. Fertig. Versorgung einfach mal Munition hier. Und alles Produktion hinwerfen. Läuft. Reparatur fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Ist da irgendwas? Nee, auf dem Bo hier oben rechts sehe ich nicht. Nee. Doch, Sekunde, da ist was. Sag jetzt nicht, da kommt ein Panzer ein. Wir sind jetzt so viert und ich habe keine Ahnung, was da kommt alles. Das wird richtig lustig. Ich habe kein Metall mehr. Ich habe keine Scavenger mehr. Das ist Kacke. Ich habe den Konstrukteur verloren. Da kommt ein Panzer. Der mich nicht trifft, Edge. Wow, fuck! Okay, ist zum Glück nichts passiert. Boah, vielleicht so eine Klebmine oder so. Haben wir wahrscheinlich rechtzeitig abgeschossen. Das war wahrscheinlich der, den ich hier auf dem Radar gesehen habe. Oben auf der Boje. So, eigentlich müssten die 5... Eigentlich sind die 5 Minuten um. Ich bin verwundert, wo der Konvoi ist. Ich hoffe, dass ich keinen Schlepper bauen muss. Ich werde nämlich keinen bauen können. Was wird denn hier angezeigt? Was ist denn das? Das ist irgendwas Schnelles. Oh, da hatte ich jetzt gerade einen Hänger. Egal, ich werde es mal sein lassen. Da ist er. Commander, der Konvoi erreicht das Ziel. Commander Prescott schneidet ihm mit seinem Platoon den Weg zurück ab. Lassen Sie sie nicht die Startplattform erreichen
und sichern Sie mit allen Mitteln das Logbuch. Okay, das könnten zwei Aufklärer und ein Panzer sein. So, okay, ich guck mich mal ganz kurz mit der Boje um. Nee, die sehe ich da noch nicht. So, ich werde mich mal ganz kurz aufmunitionieren. Ich will da voll reingehen. Also, mit voll meine ich jetzt hier... Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich... Ob ich... einen Transporter... Ich glaube, die Fabrik kann keinen Transporter bauen. Ich weiß gar nicht, wie ich den da wegkriegen soll. Und wenn doch, muss ich... Ja, muss ich einen Panzer recyceln. Und der Frontalangriff ist alles... Ach du Scheiße. Was? Warum? Wie kann denn das jetzt sein? Okay, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Alter, wie viele sind das? Sekunde, dass dahinter sind. Okay, die GTTs sind harmlos. Ja, einfach reinballern, irgendwas trifft man schon. Einer weg. Wow, das ist jetzt hier echt. Okay, da ist noch irgendwas explodiert. Oh Gott, mir geht gleich die Muni aus. Das ist ein bisschen scheiße. Das sind sehr viel mehr. Keine Chance. Das sind mehr als wir. Also mehr als meine Einheiten. Greif an! Das ist jetzt auch gar keiner in der Nähe. Bleiben Sie da, wo Sie sind! Angriffseinheit verloren. Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt wird auch auf irgendeinem Grund mein Stützpunkt angegriffen. Also es ist. Ich weiß auch nicht, was da mein Stützpunkt angeblich angreift. Sie haben es den Sowjets ermöglicht, die Startplattform zu erreichen, Commander. Das Logbuch ist verloren. Der will mich doch verkackeiern, oder? Keine Chance. Keine Chance, ich muss die Haubitzen. Ich muss die ersten zwei ausschalten. Und zwar so schnell wie möglich. Bei unserem Angriff auf den sowjetischen Stützpunkt wurden wir von der Macht. Das ist hart ohne Recycler. Normalerweise hätte ich einfach neue Scavenger gebaut. Aber ohne Scavenger, aber ohne Recycler geht das nicht. Bin gleich hinter Ihnen. Das geflohene CCA-Platoon ist untergetaucht. Ah, das kennen wir ja schon. So, unser Informationsdienst berichtet, dass es das ktonische Logbuch mit sich hat. Es wird versuchen, die Startplattform ein paar hundert Meter südlich von Ihnen zu erreichen. Ich brauche alle drei. Errichten Sie eine Angriffsstellung bei Navigation. Könnte ich sogar wirklich... Sobald sich das Platoon zeigt, müssen Sie das ktonische Logbuch zurückholen. Wir haben eine Einheitenfabrik mit der neuen Walker-Technologie ausgestattet, die wir dank des Cerberus-Relikts aus dem sowjetischen Stützpunkt einsetzen können. Sie werden mit ihr den Konvoi stoppen können. Greifen Sie auf keinen Fall die CCA-Startplattform an. Sollte das Platoon merken, dass es kein Entkommen gibt, würde es das Logbuch eventuell zerstören. Hier spricht die MSDF-Einheitenfabrik. Mein Konvoi hat versucht, die Koordinaten bei Navigationsboje 1 zu erreichen und wurde dabei von sowjetischen Einheiten überrascht. Ja, die Haubitzen. Sie haben auf den Hochplateaus Stellung bezogen. Wir müssen sie ausschalten, um unser Ziel zu erreichen. Das hier sieht doch nach einer guten Stelle für mich und meine Scavenger aus. Wir warten dann hier. Einheitenfabrik Ende. Bin auf dem Weg! So. Ich versuche jetzt erstmal die Haubitzen wegzumachen. Zumindest die ersten beiden.
wenn das jetzt mit dem SP-Stecher schneller gehen würde. Ich habe gerade nur den PA-Stecher. Oh Scheiße, das Ding schießt schon auf mich. Egal. So. Jetzt hole ich mir erstmal Kanone. SP-Stecher. Waffe fertig. So. Versorgungseinrichtung hier. Reparaturkit und zweimal Reparatur fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. So, damit sind die ersten zwei weg. Versorgungseinrichtung hier. Schwärme aus. So, damit soll das Ding erstmal packen. Dann baue ich die Fabrik auf. Ich brauche auf. Energie. Marsch fertig. Steuere Geysir an. So, wenn ich Glück habe, steuert er jetzt genau auf den Geysir, wo die... Sie blockieren den Geysir, Sir. Ja, scheiße. Das funktioniert leider nicht. Ich muss die Versorgungsfabrik von Hunter wegziehen. Doch nicht. Der hat die einfach weggeschoben. Okay. Einheitenfabrik online. Ja, Sir. So. Einheitenfabrik hier. Nein, Sekunde. Erst Konstrukteur Silo. Ja, Sir. Produziere. Einheitenfabrik hier. Produktion im Gang. Jetzt im Panzer. Einheit fertiggestellt. Konstruktion fertig. Was jetzt? So, den Panzer stelle ich mal hier hin. Unterwegs. Unter anderem wegen dem Scheiß, der da jetzt schon angeflogen kommt. So, mal gucken. Kann ich die Einheitenfabrik auch gleich wieder... Keine Energie. Ah ne, Einheitenfabrik hier. Die will ich packen lassen. Steuere neue Koordinaten an. Bereit zum Abmarsch. So, und kann ich jetzt... Keine Energie. Geh zum Geysir. Ändere Position. Keine Gnade. Verlasse den Geysir. Fahr zur Hölle. Was jetzt? Keine Gnade. Oh shit, ich bin schon... kann gestartet werden. Bin schon zu nah dran, so Mist. So, wo bleibt denn mein Kollege hier? Kollege Panzer. Treff mal wieder hier nichts, das ist ja grausam. Fahr zur Hölle! So, Einsatzfahrzeug ist Scavenger. Werde repariert. So. Reparatur fertig. Hole Schrott. Werde repariert. Reparatur fertig. Hole Schrott. Werde repariert. Reparatur fertig. Greife an. Schließe auf. Ja, Sir. Unterwegs. Da oben ist die nächste Haubitze, die muss weg. Die ballert jetzt schon auf mich. Ah, shit, 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 shit. Verdammt, den Sprung hätte ich beinahe geschafft. So, nochmal da hoch. Diesmal aber. Eben war das ein bisschen zu knapp. Und diesmal... Komm ich? Yes, hoch. So, hallo. Au, au, au. So, drei. Was jetzt? Keine Gnade. So, ich versuche den jetzt mal manuell draufzusetzen, weil dann kann ich mich ein bisschen aus der Fähre ziehen, sag ich mal. Fahr zur Hölle. Greife an. Ah, da kommt ja schon wieder was angefahren, ey. Damit. Ist da immer noch mehr? Boah, gleich zwei? Alter, gleich zwei Geschütze, ey, glaube ich denn. Was jetzt? So, den ziehe ich mal zurück, den Panzer. Der kommt hier hin. Unterwegs. Produktion kann gestartet werden.
So, ich brauche zwei Reparaturkits und zwei Munitionskits. Produktion läuft. Reparatur fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Produktion kann gestartet werden. Produktion läuft. Munition fertig. So. Hole Schrott. Werde sehr repariert. Schön. Reparatur fertig. Hole Schrott. Werde repariert. Und werden die repariert? Fertig. Produktion kann gestartet werden. Ja, Sir. Produziere. Ich werde hier ein Kraftwerk und dann hier ein Geschütz hinsetzen. Für den Fall, dass wieder einer von den Seiten kommt. Kein Bock, dass mir das normal passiert wie letztes Mal. So wie es aussieht, läuft es momentan aber sehr viel besser Greif als letztes Mal. Keine Gnade. Scheiße. Fahr zur Hölle. Wow. Das brauche ich jetzt echt dringend. Konstruktion fertig. So. Was jetzt? So, der muss nachladen, aber ganz dringend. Grizzly hier. Lade nach. So, jetzt geht's allen wieder richtig gut. So, jetzt muss ich noch warten, dass ich 6 Schrott zusammenkriege. Da brauche ich hier ein Geschütz und damit ist die Base dann safe. Und sobald die safe ist, mache ich mich auf den Weg, die anderen Haubitzen zu zerstören. Ich überlege gerade, ob ich es hinkriege, da bei dem Punkt, wo die Boje ist. Ich werde mal kurz die Enge. Dass ich da, wenn ich da Geschütze hinkriege, 2 Stück, Produktion kann gestartet das wäre richtig geil. So, aber jetzt erstmal. Produziere. So. Oh. Kollege ist im Bedrängnis. Was jetzt? Werde repariert. Reparatur fertig. So. Konstruktion fertig. Aber mit dem einen Panzer geht das gerade richtig gut. So, wo war die Haubitze da oben? Die hole ich mir jetzt. Ist denn hier an der Seite hoch? Ich glaube, da war das nicht so hoch. Sehr schön. Hallo! Scheißteil. So, dann ist das Ding weg. Da drüben ist die nächste. Sehr schön, die treffe ich von hier aus. Schieß doch daneben. Dann ist die auch weg, damit fehlt mir nur noch eine. Das ist die da drüben, die werde ich da erstmal stehen lassen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das triggert. Nach dem Motto, oh, okay, sie haben alle zerstört, jetzt kommt so und so. Der ist unterwegs. Was jetzt? Tatsache ist, der beschützt mir hier weiterhin die Scavenger. Unterwegs. Ich glaube, ein Geschütz reicht. Also ein Geschütz sollte da eigentlich reichen. Ich glaube, das Einzige, was da mal angegriffen hat, war ein Aufklärer oder so. Das hat vollkommen gereicht. So, was ich nicht machen darf, ist die Base angreifen. So, gekommen sind sie von hier. Das heißt, wenn ich das hier zumache... Produktion kann gestartet werden. Sekunde, ich guck mal kurz. Ja, Sir. Hier ist richtig viel Platz. Ja, Blitzkraftwerk. Wo ist denn der beste Ort, um das hier? Produziere. Jetzt muss ich warten, bis der hier ist. Dann habe ich auch noch genug Schrott, um gleich den ersten Turm zu bauen. Ich denke mal, so lange kann ich das hier auch alleine halten. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Ich werde mir einmal Munition... Ach Mist, ich wollte mir doch Reparaturkit liefern lassen. Na egal.
kann ich hier einen Turm hinbesetzen und vielleicht sogar zwei. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Reparatur fertig. Die Base ist sicher. Grizzly 1, Commander Prescott hat den sowjetischen Konvoi lokalisiert und aufgescheucht. Wie wir gehofft haben, versuchen sie die Startplattform zu erreichen. Sie sind 15 Minuten vom Ziel entfernt. Passt. Ja, mit 3 Scavenger sieht das gleiche ganz anders aus. Es läuft gleich viel besser. Ah, ich hätte den Konstruktor mitziehen sollen. Der braucht zu lange, bis er hier ist. Da kommt er ja schon, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist der Plan. Jetzt hier Geschütze. Und dann ist mir auch scheißegal, mit wie vielen Einheiten die kommen. Ich denke mal, wenn ich dann auch noch ein paar Panzer hier hinstelle. So, ich habe 14 Schrott. 2 Geschütze auf jeden Fall. 2 sind drin. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite, nicht, dass ich mitten im Baugebiet stehe. Weil ich weiß ja sonst auch nicht, wofür der Konstruktor da sein soll. Ich glaube, ich werde auch noch ein Geschütz auf die Rückseite setzen müssen. Vielleicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Konstruktion fertig. Produktion kann gestartet werden. So, und jetzt die Geschütze. Ja, Sir. Ein Geschütz, so weit wie möglich in die Richtung. Produzieren. Oh, praktisch. Statt genau da, wo das runtergekommen ist. So. Einheit in Bewegung. Konstruktion fertig. Und das nächste Geschütz dann hier hin. Okay, hier passen nur 2 hin, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Produziere. Aber ich denke mal, die beiden Geschütze sind besser als gar nichts. Oder vielleicht passt sogar da noch eins hin. Also 3 wären... Konstruktion fertig. Geil. Okay, da kommt ein Aufklärer. Ich bin der Meinung, da war gerade was auf der Karte. Produktion kann gestartet werden. Okay, so. Ja, Sir. Ja, hier passt noch ein Geschütze. So. Sehr schön, da kommt ein Aufklärer. Oder ein Panzer oder was auch immer. Chessikowski. Ja, ich werde auf jeden Fall noch auf die Rückseite in Geschütz stellen. Einheit in Bewegung. Wenn das geht. Konstruktion fertig. Produktion kann gestartet werden. Obwohl, eigentlich sah das ja gut aus, weil das Geschütz hat ja selbst in die Richtung geschossen. Ich denke mal, das geht so. Oder gehe ich auf Nummer sicher? Ah, 6 mit Schrott, 6 Schrott. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Allerdings kommt dann auch, glaube ich, nichts mehr durch. Ich werde das machen. Ich glaube, dann kommt auch nichts mehr durch und die Scavenger sind auf jeden Fall safe. Dann stelle ich das nämlich da unten hin. Produziere! So. Dann kann ich... Nee, Sekunde. Werde ich die Versorgungsfabrik schon einpacken lassen? Ich werde sie gleich einpacken lassen. Versorgungseinrichtung hier. Konstruktion fertig. Ich werde mir hier Muni hinsetzen. Reparatur fertig. Versorgungseinrichtung hier. Produktion läuft. Munition fertig. Versorgungseinrichtung hier. Schwärme aus. So. Werde ich die jetzt packen lassen? Marsch fertig. Ich brauche Energie. Steuere Geysir an. So, dann mache ich jetzt mal eben den letzten. Einheitenfabrik online. Letzte Haubitze. Einheitenfabrik hier. Ich werde auf jeden Fall auf einen Walker sparen. Ich habe ja momentan noch Zeit. Ah, shit. Ich glaube, das wird nichts, oder? Oder? Doch, 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 das wird was, sehr schön. Okay, passt. Der
Walker hat auf jeden Fall noch genug Zeit, bis er da ist. Also bis er... Der ist ja auch nicht der Schnellste, leider. Treffe ich das Ding? Oh, das Ding treffe ich. Sehr schön. Wenn ich es treffen würde. Der sowjetische Konvoi benötigt noch 5 Minuten bis zur Startplattform, Commander. Ah, shit. Ausgezeichnete Arbeit, so. Commander. Errichten Sie jetzt die Einheitenfabrik und bereiten Sie sich auf den sowjetischen Konvoi vor. Jetzt die Einheitenfabrik zu bauen, richtig. Sekunde, ich kann... Keine Energie. Gehe zu NAV. Schwärme aus. Ich kann doch die Versorgungsfabrik da hinten bei der Enge, da war doch ein Geysir, dann stelle ich sie da drauf. Oder war nicht hier noch irgendwo ein Geysir? Ist da drüben nicht ein Geysir? Nee, doch nicht, sah nur so aus. Was jetzt? Schließe auf! So, auf jeden Fall Panzer. Produktion im Gange. So. Einheit fertig. Dann werde ich die Versorgungsfabrik dort aufstellen. Schwärme aus. Geh zum Geysir. Produktion kann gestartet werden. Und den stelle ich hier hin. Ich denke mal, dass er hier safe ist. Zumindest hoffe ich das. Ich bin mir darum nicht 100% sicher. Werden wir ja sehen. So. Einheitenfabrik hier. So, aber ich sehe gerade auf die Zeit, es ist leider wieder zu vorbei. Ich werde hier einen Cut machen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Diesmal ist der Hinterhalt gelegt, super vorbereitet. Ich hoffe, dass sie nicht dran vorbeifahren, das wäre richtig ärgerlich. Aber eigentlich müssten sie da durchkommen. Der Sternenhafen, der Raumhafen kann uns nicht sehen. Da kommt auch schon die Versorgungsfabrik, von daher sind wir hier super vorbereitet. Ein Panzer ist auch noch unterwegs. Schließe auf! Und ich denke mal, damit können wir uns auf jeden Fall das Artefakt holen. Also dann. Produktion kann gestartet werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Voilà. Na, den nehme ich jetzt aber noch mit, den Frechen. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, ehrlich gesagt. So. Yes, Sir. Wow, 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 okay, den lasse ich jetzt eben noch reparieren. Das mache ich jetzt eben werde noch mit. Repariert. Reparatur fertig. So. Chris jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.